Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, vor uns scheint Banditenlager zu sein. Und wir sind ja immer noch bei unserer Zeichenabarbeitung. Nein! Eine Modehaut. Ey, die hatten wir aber ewig schon nicht mehr, ne? Ah, stopp mal hier. Da müssen wir erstmal igniralisieren. Oh. So heftig. Ich finde es so cool, wenn die so einfach mal zerplatzen. Ein Modahautnest. Es muss zerstört werden. Ja, ja. Rein. Und jetzt eine Prise. Boah. Komm ganz auf der Schlinge raus. Kommst du her? Sterben, nicht sterben, nicht sterben. Warum krieg ich kein Leben? Oh, Mann. Ey, das hätte aber jetzt mich echt ein bisschen angekäst, ne? Wenn ich daran gestorben wäre. Das wäre nicht so gut gewesen. So. Ja, dann haben wir den hier drüben noch. Ich weiß gar nicht, nehmen wir da unser Schiff? Wahrscheinlich. Ne, hier ist ein neues Schiff. Nehmen wir das lieber. Boah. Mit mega Hechtsprung darauf. Ja, das hat er mal gut gemacht. Sonst kriegt er nie was hin, aber das hat er mal echt gut gemacht. Ich rede natürlich von meiner Wenigkeit, ne? Ist klar. So, bin mal gespannt, was da für so ein Nest ist. Oder ist da eine Party am Partisieren? Allzu dicht sollten wir nicht ran, aber hier ist okay. Ich sehe noch nichts. Wo seid ihr denn? Ach, Necker, aber ihr habt noch keine Hörnchen. Kurzer Prozess hier mit der Rasselbande. Habe ich überhaupt einmal Schaden gekriegt? Ich hoffe nicht, ey. Das wäre nämlich richtig geil gewesen. Weil das hat nämlich schon echt Spaß gemacht, ne? Auch mir recht ganz gut zurechtgelegt, ne? Ja, was ist das denn? Schlüssel zu einem Schatz und ein Brief. Lesen wir uns mal den Brief durch. Villa, du alter Bastard. Ich weiß, wo du das Geld herkriegst, um deine vielen Schulden abzuzahlen in Velen. Manche Dummschwätzer sagen zwar, die Sümpfe wären kein Fort von der alten Sau wert. Aber ich glaube denen nicht, Kumpel. Die können Scheiße nicht von Zucker unterscheiden. Ein Mensch kann da ein Schweinegeld machen. Dein Zwerg sogar das Doppelte, garantiert. Ich verrate dir wie. Als ich vor einer Woche oder so durch Wien gekommen bin, sind mir ein paar gute gekleidete Tote aufgefallen, die dort im Wald verstreut lagen. Die haben gut unberührt, Flüchtlinge, die vor dem Krieg weglaufen. Und wer zuerst bei ihnen ist, kann sich ihr Zeug unter den Nagel reißen. Verstehst du, Kumpel? Schnapp dir eine Truhe, schwing dich über den Ponta, frei diese Toten von ihren Ringen, Halsketten und all den anderen Zeug, bevor es ein anderer Schlaufuchs tut. Aber vergiss nicht, eine scharfe Axt stets am Gürtel zu tragen, im Wehen wimmelt es von Monstern. Aber sei es drum, es geht um eine gute Sache, deine Taschen zu füllen. Jo, Alter. Was tut man hier alt für Geld, wa? Jetzt sehe ich nämlich auch so. Hier. Was dat? Kriegt das? Was denn das? Sind da Spuren oder was? Was soll ich denn hier machen? Finde die Beute. Ja.
Ein bisschen hier. Kriegsbeiler habe ich. Beiler. Beile? Beils? Ihr könnt mich gerne berichtigen, ne? Also, das, da habe ich nichts dagegen. Ne, da war nichts rot. Also. Erstmal Honig greifen. Weil im Moment, da fällt nämlich jetzt Honig runter. Und das ist nämlich wenigstens etwas, was ich hier benutzen kann. Warum kriegen wir das nicht? Ah, da. So, irgendwie geht es hier so ein bisschen rum. Dumm, dumm, dumm. Achso, von ihnen hier. Ah, dann geht's andersrum, oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Es geht hier so, zack, 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 zack. Ja, und dann? Hä? Hm? Alter, das ist ja ein Leichenhaufen hier, sieht ja jetzt erst. Na, hier unten ist doch was. Der Topf, oder was? Oh Mann, ey. Der Dolle war es jetzt nicht, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir sind recht bald wieder voll, ne? Da haben wir noch ein Fragezeichen. Ey, wir haben so viel freies Land hier noch, ne? Das ist heftig. Das ist echt, echt heftig. Guck mal hier, da hätten sie so viel einbauen können. Vielleicht kommt es noch, aber... Da fehlt schon echt viel, ne? Gut, aber wir wollen jetzt zum nächsten Zeichen hin. Habe ich mein Schiff geparkt? Da ist mein Schiff. Oh, ich dachte wieder zu weit, oder? Ja, mach. Wollte schon sagen, gestrandet bin ich noch nicht. Oh, aber kaputt gemacht habe ich. Boah, habt ihr gesehen, wie ich das kaputt gemacht habe? Ist ja Wahnsinn, ey. Wahnsinnig kaputt gemacht. Das ist ja eine Hammer-Sache. Ich bin gespannt, was das jetzt hier wieder ist. Oh, das könnte so eine... Ah, wie heißen die komischen... Diese hässliche Fette, ey. Oh, die Pfeil. Mann, wie heißt die denn hier? Die ist trinkbar. Ach, eine Sumpfschrulle wieder. Alter. Das hast du aber nicht gemacht, ne? Das hast du doch gar nicht gemacht, ey. Ich hoffe, du stirbst jetzt hier. Mann, ey. Hören, Baby, hören. Alter. 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 Ja, jetzt fall um, ey. Feuer können die gar nicht ab. Was natürlich auch ganz, ganz cool ist, ne? Ja, Wasser. Ja, genau, die Wasserweiber, so wie ich sie eigentlich, ne? Perun-Runstein-Igniglyphe. Schwarzes Einhorn. Boah, hoffentlich ist das richtig viel wert, ne? Schwarzes. Oh, guck mal hier, Bezwinger. Heftig, ne? 900? Makama schon, ne, das ist nicht so viel. Ja, ist ja auch kein Silber, ne? Oh, aber hier ist auch kein Silber, aber so viel wert, ey. Guck doch mal, heftiger Shit, ey. Zuckst du so? Heftig, heftig. Gut. Ja, dann haben wir das weg. Der nächste. Das nächste Zeichen auf unserer Karte. Ich glaube hier. Taverne am Scheideweg. Ich weiß nicht, ob da Anschlagbretter noch sind. Aber ich wollte einfach mal hinmachen. Sind zwar 900 Meters Tisse. Aber das soll uns ja eigentlich gar nicht stören. Hey, sag mal, Jungs, da, ich habe eure Mutter umgebracht. Aber das stört euch gar nicht, ne? Kann nicht. Ja, ja, komm. Nein.
Hausjunge. Böses, böses Kätzchen. Die leben ja alle immer in so Rotten, ne? Denkt man, nennt man das so. Also zumindest in Gruppen. Und ich würde mal gerne wissen, warum hier A wieder Banditen sind. Weil ihr habt da. Also klar. Kann natürlich sagen. Da ist doch gar nichts mehr drin, ey. Muss schneller sein, sonst stirbst du. Dass hier wieder welche natürlich sich ein Lager aufbauen, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Aber eigentlich wollte ich ja auf den Thema Ertrunkene noch zurück. Also, dass die da ein Lager beziehen oder so, das kann natürlich sein, ne? Fleischlieferanten. Aber die Ertrunkenen, ob die miteinander kommunizieren, ob die dann wirklich so sagen, so, Opfer, wie hast du Fleisch gefunden oder sowas, ne? Das würde mich ja echt mal interessieren, ob die irgendwie so eine Sprache miteinander haben. Ich weiß, ich habe da ein Fleisch liegen lassen, aber ich muss mich disziplinieren, weil sonst sammle ich mich tot, dass wir einfach mehr, nicht mehr so viel aufheben. Meiste, weil den Meister habe ich ja und so viel brauche ich auch nicht. Du hast Augen wie eine Katze. Damals. Das kann sein. Diese? Stopp mal, ich will mal gucken, Alchemie, ob wir irgendwas Neues können. Siehst du? Ich habe nämlich ein bisschen was gelesen. Und hier, wir haben ja auch die Mutagenisse. Helfer absurd. Wir können so viel herstellen. Schön, schön, schön. Auch neue Tränke oder sowas. Also, den können wir ja immer herstellen. Verbesserte Katze. Völliger geben Hypnose. Ja, Katze könnte ich ja auch mal nehmen, wenn ich unten bin, ne? Immer wenn du einen Gegner tötest, verlangsamt sich vorübergehend die Zeit. Ja, das ist wirklich im Gruppenkampf auch ganz gut, wenn ich es mal nehmen würde. Aber ich nehme es ja nicht. Jo, aber ja, richtig viel, ne? Du hast doch keinen Fuß aus dem Dorf gesetzt. Mein Vater hat mich mal mitgenommen. Was ist mit dem, so, ich will mal gucken, ob hier irgendwas Neues ist. An denen, die Augen hat zu lesen, neulich in Falibur gestorben. Ja, das können wir schon herhören. Gute Leute. Da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichemehl. Bleh. Man braucht jemanden, Flussführer gesucht von den Travaillernwürden. Und hier eine Aufruf an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Gerald von Riva, im Namen unseres niedrigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrita, reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht den Herzogtum Tussantheim. Eine Beste, die sich abscheuliche Verbrechen an den Untertanen der Herren schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, diese Beste die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in unser Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du in unser Plänen hörst und unsere Heimat aus den Fängen der Furcht befreist. Deine bescheidene Diener, Palmerin de Fauna, Flaflaflafla. Ja, ja, das habe ich ja. Ich hab gehört, Gesandte und Männer. Ja, da will ich mich. Aber ich wette, das ist. Ah, guck mal, das ist aber eine Falle. Weil das. Also nicht eine Falle. Aber das ist einfach mal ein Happen zu hoch. Guck mal, das ist ja hier. Das ist ja eine Hauptquest. Alter, 34. Nee, da bin ich ja mehr als tot. So. Weil hier haben wir Novigrad noch. Die können wir eigentlich mal machen. Nachdem Geralt und Triss den Außenposten der Hexenjäger überfallen und Menge getötet hatten, beschlossen die Jäger, die Magier und Mutanten aller Art Rache zu üben. Bewaffnete Einheiten schwärmten auf der Suche nach Leuten durch die Stadt.
die einen auch nur entkommen okkulten Eindruck machten und deren Ohren nur andeutungsweise spitz waren. So, und das ist, finde andere Partner, die sich in der Nachricht erwähnt waren, und such nach den Schlüsseln. Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf, was das ist. Feine Sache. Aber hier müssen wir irgendwas suchen. Da zum Beispiel. Ja, da gehen wir einfach mal hin. Da müssen wir einfach mal wegmachen, ne? Und dann schauen wir da einfach mal nach. So. Pass auf, wo du hintrittst! Ich glaube nicht, dass ich. Ich wollte frischen Fisch. Was ist das hier? Frischer Fisch. Der soll frisch sein mit diesen Glubschrauben. Meister Hexer, hilf einer Frau in Not. Nur wie gerade Kanalisation. Die Fischer fürchten. Lucy! Schlussi mit Kussi, Lucy. Auf geht's. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Okay. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Ich weiß nicht, immer wenn ich jemandem folgen muss oder so, habe ich Angst, dass eine Falle ist, ne? Verflucht! Naja, dann auf geht's. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Du blättern nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur hier zu haben. Wolfen nimmt einen Teil, Acker nimmt einen Teil. Sag ich doch. Ja, scheißt du dich schon ein? In würdiger Gesellschaft. Auf ihn! Von beiden Seiten! So, Double Impact. Ich habe immer dieses mit diesem Mitkommen, ist immer das Gleiche. Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Oh, gar keine Angst, dass die zur Rechenschaft gezogen werden muss, ne? So, Haftbefehl, ja. Hexenschwert und dann wieder Haftbefehl. Den kennen wir ja schon, ne? Dass die. Also klar, wir kennen den nicht auf uns, ne? Gesucht. Rein bei denen im Besitz magischer Schmuggelware. Ja, doch, kennen wir doch schon. Das ist das Gleiche, ne? Ja. Gott. Ja, aus dem Weg hier. So, dann suchen wir mal den letzten davon. Aber ich habe immer so irgendwie keine Ahnung, ne? Es gibt so Menschen, die wirken, und das finde ich, hat das Spiel richtig gut umgesetzt, die wirken echt verzweifelt und brauchen echt Hilfe. Und dann gibt es eben, weiß ich nicht, so wie sie, die hat jetzt nicht so richtig gewirkt. Ich fühle mich heute nicht so korrekt. Ey, könnt ihr euch erinnern? Sind wir hier nicht mit Triss irgendwie runter? Papa mag Elfen nicht so. Nee, doch nicht. Das sah fast so aus, ne? Wären wir hier. Ich wusste nicht, dass sie was mit Magie zu tun hat. Sieht ja auch immer alles sehr, sehr gleich aus, ne? Ja. Nochmal gespannt, was der nächste denn für Hilfe braucht, ne? Ob das wirklich mal richtige Hilfe ist oder Hilfe, die nicht so richtig geholfen werden möchte. Aber nein. Weil hier sind ja auch Ärmliche, ne? Ich glaube, dass die Reichen sich einfach dann mal so mit so einem Brief machen können. Es wurde gerade gebaut. Dann sind 2 Männer eingezogen. Sie wollten in die Vivaldi-Bank einbrechen. Angeblich haben sie wieder die Predigt, ne? Direkt zum Tresor gegraben. Was das Feuer in Asche verwandelt, kann der Mensch nicht mehr richten. Deshalb können wir, da wir der Kirche unsere Seelen verschrieben haben, unsere heiligen Glauben niemals entsangen. Alle, die die Wärme der heiligen Flamme kennen und sich denn davon abwenden, begehen eine Sünde, die tausendfach schwerer wiegt, als würde man unwissenden Menschen auf unseren Glauben spucken, ohne ihn zu kennen. Diese Abtrünnigen werden einen langen und schmerzlichen Tod und ewige Qualen im Leben nach dem Tod erleiden, ein besorgter Bürger. Das kannten wir noch gar nicht. Cool.
So, ich gucke hier kurz mal oben nach. Aber hier ist nichts. Nee. Wo ist der Typ, ja? Ja? Von der Angst seht ihr was? Ich sehe... Ja, es kann ja auch hier drinnen sein. Mäuschen. Ich mag sowas nicht. Nein. Mach mich jetzt nicht körperlich an. Ja. Das könnte ja auch hier oben drinnen sein, ne? Oder ja, war mal ein Besorgter. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Naja, dann brauchst du ja nichts mehr, ne? Dann kann ich ja mich hier mal durchplündern. Starkbier, Wasserflasche. Wasserflasche ist immer gut. Wasserflasche, Brot, Becher, Igni. Kleine Igni-Glyphe. Käse, Zwergenschnaps. Oh, drei Stück gefunden, ne? Oh, schon wieder Zwergenschnaps, Wasserflasche, Arsch. Ja, ich bin nicht immer so lange dabei, weil man findet ja immer so das Gleiche, deswegen. Oh, was ist das denn hier? Das sieht komisch aus. Aha. Stark wie ein Dunkeleisen. War hier noch was? Gesammelten, Massaker von Sintra, thermischer Rockenschnaps, Blondes, aufnehmen, Schlüssel. Ich frage mich, was das ist. Brief über einen Schatz. Ja, biete mal an, ich will den noch lesen. Ich will den erst lesen. Freunde, ich lese den jetzt noch zu Ende. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was da hinter der Tür ist. Freunde, so wie die Dinge gerade stehen, haben wir nicht den Hauch einer Chance, die Waren zu einem guten Preis zu verkaufen. Zu viele Spitze, zu wenige Käufer. Wir verstecken alles und warten auf bessere Zeiten, falls sie jemals kommen. Ich weiß, was ihr denkt. Dass ich euch übers Ohr haue, dass ich mit dem Schatz verdufte. Nicht, dass ich euch das übel nehme. Ich traue euch auch kein bisschen. Damit wir alle in Ruhe schlafen können, schlage ich Folgendes vor. Wir verstecken die Beute in meinem Haus, hinter einer Tür mit drei Schlössern, die sich, wie ihr Schlauköpfe sicherlich schon ahnt, nur mit drei Schlüsseln öffnen lässt. Jeder von uns besitzt einen davon. So können wir sicher sein, dass keiner den anderen betrügt und wir teilen das Gold gerecht auf, wenn sich alles beruhigt hat. Einverstanden, Fritz? Und wir gucken natürlich jetzt, was da drin ist, weil es ja Blödsinn jetzt da nicht zu gucken, was für ein Schatz da drin ist. So... Ich gucke jetzt genau bei den Analysen, wer jetzt nach oder vor 23 Minuten aufgehört hat zu gucken. Also bei 3 Minute 23, ja, wisst ihr, was ich meine, ne? So, Schweinehaut, Stahl, glühendes Erz. Aufnehmen. Ja, das können wir auch nochmal aufnehmen. Gut. Haben wir die Quest auch weg. Heftig, heftig. Mann, sind wir heftige, heftige Typen. Ich überlege gerade, wenn wir die Katzendings machen. Ob wir denn nicht genug Erfahrungspunkte haben, dass wir denn voll sind. Weil die Sache ist folgendes, wir gucken kurz mal, das gönne ich mir jetzt noch, ne? Wir gucken mal auf die Karte, weil wir haben ja von den Zeichen schon gut was abgearbeitet, ne? Also klar, wir haben im Norden noch reichlich viel, aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, hier sind voll viele. Also hier unten sind noch reichlich viele, wa? Oh Mann, hier sind richtig bei Ochsenfurt. Aber guck mal, was wir schon abgearbeitet haben, war holla die wir auch. Hier ist ja auch noch nicht. Oh, hier ist ja noch richtig, richtig viel, ne? Heftig, heftig, heftig. Aber, wenn wir jetzt mal gucken, ich würde gerne machen, ne? Ich würde das gerne. Was Gellicke, denke ich mal, das wird so sein. Hier. Kunde die Passagen unter der Tempelinsel. Alter, das machen wir als erstes. Wir machen das einfach nächstes Mal. So, das ist jetzt eingeloggt, ne? Und dann wisst ihr ganz genau, was los ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.